No book here. Ach stimmt, ich muss jetzt das Buch suchen. Course she just spilled soda on Kate's book. I better fix this fast. Kate needs the book and I don't want to add to her list of problems. Be gone, foul soft drink. Aha, you sneaky book. You're mine. Ja, Pflanze, gieße ich noch nicht. Selfie machen? Stimmt. No smiling. Take your power seriously. Ich komm schon wieder, war das nicht jetzt? Ja. Okay, sieht aus wie ein Käfig mit einer Karotte. Ich habe jetzt noch nichts verpasst. I can't keep my eyes open, but I know there's a scientific answer. Oh je. Was, wenn ich einer von Hawkings berüchtigten Zeittouristen bin? Er hat sich zwar über Zeitreisen lustig gemacht, aber jetzt hält er sie für möglich. Oder er verarscht uns immer noch. Er ist so ein Genie. Zeit ist wie ein Fluss, ein Stein. Ein Kopfschmerz nach längerem Zurückspulen. Und jetzt, da ich darüber nachdenke. Ein gewaltiger Schritt zurück für die Menschheit. Schrödingers Katze könnte in zwei verschiedenen Zeiten existieren. Hallo Zeitmieze. Quantenverschränkung. Energie verstreut sich, wenn Partikel gleiche Distribution erreichen. Das bedeutet, die Basis der Zeit ist fragil. Nichts ist in Stein gemeißelt. Das Gesetz der Thermodynamik kann offensichtlich gebrochen werden, also keine Regeln, nur Richtlinien. Verbrenn deine Uhr, Zeit ist wie ein Pfeil, Newton. Oder ist Zeit wie zwei Pfeile, die mit der gleichen Geschwindigkeit unabhängig voneinander zwei verschiedene Ziele treffen und zu unterschiedlichen Ergebnissen führen? Was schreibe ich hier bloß? Ist das Zurückspulen nur von der Zeit selbst begrenzt? Im Moment kann ich nur eine bestimmte Zeit zurückgehen. Ironie oder Evolution? Vielleicht muss ich Zeitübung machen. Aber wie? So. Jetzt haben wir wieder was gelernt über Zeit zurück und Chemie und Physik und ein paar Wissenschaftler, Newton und Einstein. Handy benutzen. Ja, ja. Na gut, ja, doch nicht, aber ich dachte, ich muss es mitnehmen. Ach so. Ja, brauche ich auch nicht. Noch nicht. Ah, doch, 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 doch. Ich muss ja was lesen. Stimmt ja. Ich wollte euch ja was vorlesen. Jetzt sind sogar schon zwei... Mann, mir zurück. Mann, nochmal. Zwei Seiten. So. 8. Oktober. Ich wachte als eine andere Person auf. Auch wenn es noch keiner weiß. Nach den Enthüllungen zu meiner Kraft gestern und der Rettung von Chloes Leben, neben anderen irren Scheiß, wie Victoria es ausdrücken würde in Blackwell, muss ich annehmen, dass jetzt alles anders ist. Und ich dachte der Welt, meine Fotos zu zeigen, würde hart werden. Nachdem Chloe mich gestern am Wohnheim absetzte, versuchte ich mehr über den außergewöhnlichen Schneefall am Leuchtturm zu erfahren. Aber die örtlichen Meteorologen sind ahnungslos. Ich war so aufgeregt. Mann, ich war so aufgedreht, dass ich die ganze Nacht Zeit und Quantenphysik recherchierte. Da ich nicht Warren bin, war ich nach meiner Recherche noch ahnungsloser als vorher. Ich glaube nicht, dass meine Tornado-Visionen und der Schneefall verbunden sind. Aber ich habe gerade keinen Plan, was ich glauben soll. Ich bin froh, dass Chloe und ich wieder ein Team sind. Muss Schicksal sein. Jetzt muss ich duschen und mich fürs Frühstück mit Chloe fertig machen. Das habe ich echt nötig. Ich traf Kate im Duschraum und sie wollte Familientreffen zurück. Ich liebe dieses Buch und muss es mir selbst kaufen. Natürlich stürmten Victoria und Taylor den Duschraum und hackten wegen dem Video auf der armen Kate rum. Und wie richtige Biester schrieben sie den Link zum Video auf den Spiegel. Ich verstehe nicht, wie sie damit durchkommen. Victoria hat alles. Was hat sie davon, Kate Marsh zu mobben?
Wir alle sollten erwachsen sein. Aber es ist eher wie Battle Royale, nur ohne Dystopie und explodierenden Köpfe. Nur Victoria kann dafür sorgen, dass ich mich unter der Dusche dreckig fühle. Okay, ist deiner. So sieht das deiner aus. Da gehen wir nachher auch noch hin. Da treffen wir ja Chloe. Habe ich mal wieder irgendwas vergessen? DVDs. Okay. Kleidung. Anziehen, natürlich. Anziehen muss ich wieder. Maybe I'll just put on a shirt and jeans. Hey, Einstein had the same exact suit for every day of the week. And he couldn't even rewind time. Now I can finally take this back to Kate before I'm late. As if I have to worry about being late anymore. I do have all the time in the world now. Jaha. Oh nee. We'll bang for Jesus. Ich würde sogar Schnickschnack, Knickknack mit Jesus machen. Ui. Mit einer Fiktion oder was? Ach so, ich dachte, ich kann da noch was hinschreiben. Klopp, klopp. Kate, you in there? Yes, I'm here. Come in, Max. Ich glaube, ich sehe mich erstmal um. Kate's art is perfect for a children's book. Everything looks so fun and colorful and positive. Why did she cover up the mirror? She can't look at herself? I had no idea that Kate ever hung out with Alyssa and Stella. Eine Postkarte? Kate really has a doting father. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Johannes 1:5. Katie, du wirst immer mein hellstes Licht gegen die Dunkelheit sein. Umarmung und Küsse, Papa. That's a lot of tears. She's going to go through boxes. Jetzt Käfig, Karotte, macht zusammen ein Kaninchen. Ja. Ouch. She left out Amnation. Liebe Katie, sämtliche Dämonen der Hölle hätten mich nicht auf den Inhalt deines Videos vorbereiten können. Wie die Hure Jezebel zeigst du dich vor den Augen Gottes. Ich werde mit meiner Gemeinde für die Rettung deiner Seele vor dem ewigen Höllenfeuer beten. Tante Marsh. Oh Gott, oh Gott. Good Lord. This must be Kate's H.R. Geiger period. Das Bild gefällt mir schon wieder. Ja, gut, sieht. Naja, jeder hat einen Geschmack, hat seinen Geschmack. Aber so Glaubensrichtung oder so ist überhaupt nicht mein Fall. Also, damit. Das ist. Nee. Kate is all alone dealing with this video bullshit. I hope her mother doesn't disown her. Betreff, ruf uns an. Kate, dein Vater und ich haben einen verstörenden Anruf von Direktor Wells bezüglich eines Partyvideos von dir erhalten. Unsere Bedenken, dich nach Blackwell zu schicken, scheinen berechtigt. Bitte ruf uns heute Abend nach dem Unterricht an, damit wir dies ausführlich besprechen können. Ich hoffe, du hast keine Schande über dich oder unsere Familie gebracht. Wir beten für dich und ich erwarte, dass du Gott um Vergebung bittest. Deine Mutter. Oh, sie kann Violine spielen. Kate used to play the violin every morning. She stopped last week. Ansehen. Kate's room is usually immaculate. For her, this must be a pigsty.
Maybe Kate has a split personality. Church girl by day, party monster by night. Sicherheit statt Reue. Egal wie sehr ihr einander mögt, ein einziger Ausrutscher kann euer Leben verändern. Ihr habt die Wahl. Am Warten ist nichts auszusetzen. Für weitere Informationen besucht please wait at praisebgc.org. Maybe Kate has a split personality. Church girl by day, party monster by night. Hier haben wir ein Märchenbuch. Kate even makes notes in her Bible. My parents never once took me to church. I had nothing to rebel against. I don't know what to believe now. Matthäus 11:28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. What? Sprüche 21:15. Es ist dem Gerechten eine Freude zu tun, was recht ist, aber eine Furcht den Übeltätern. Ja, so ein komisches Märchenbuch. Ach ja, das ist ja die Bibel, stimmt ja. Ironie auf. Foto? Ja, wie komme ich jetzt hier ran? Ah, ich war doch da. Ja. Damn, it's the All-American Zombie Family. Zwei Geschwister, Mutter, Vater. It's way too emo in here. Kate isn't that gloomy. Until lately. Ich spreche gleich mit ihr noch das. Almost forgot what Kate looks like when she smiles. Hey, Kate, I brought your book. Max, why did you step in between David and me yesterday? Ich hatte keine Wahl. I had no choice. David Madsen is an asshole. You had the choice to not get involved. Nobody here seems to care about anybody. Kate, I actually do care. So, what's the story with you and David? Well, he's a total paranoid ass. He thinks I'm part of the Vortex Club. Yeah, right. Was ist mit dem Video? Hast du mit ihm gefeiert? Oje. Did you party with them? I went to a Vortex Club party against my better judgment. Not my scene at all. You know how humiliating this is for me? I know this sucks, Kate, but tell me about the video and maybe I can help. Basically, I went to one Vortex Club party and ended up making out with a bunch of people. And I have no memory of it. Klingt nicht nach dir. Das ist grauenhaft. Ja. That's awful. So, how did that happen? It's a long story. I'm still trying to sort it all out. You have to tell me more than that. What happened at the party? Did you drink? I swear to God, I had one sip of red wine, and then I drank water. Bist du sicher, nicht genug, um betrunken zu sein? Not enough to get wasted, is it? I don't get wasted. Ever. I take a sip at church and I don't end up on a viral video, okay? Did somebody drug you? I remember getting sick and dizzy. Go on. Then Nathan Prescott said he would take me to the hospital. Nathan Prescott? Oh shit. He was being nice for a change when he offered to help me. He's the opposite of nice. What next? All I recall is driving for a long time. Then I woke up in a room. I thought it was a hospital because it was so white and bright. Go on. I'm listening. Somebody was talking to me in a soft voice. I thought it was a doctor until I heard Nathan and felt a sharp sting in my neck. And...
Und? And? That's all I remember. I don't know what happened. I woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt gross. So, who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate, we'll figure it out. I'll check back later, okay? Thanks, Max. You can put my book here near my bag. So, Max, can I ask you a question? And please be honest. Absolutely, Kate. Anything. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Should I go to the police? Zur Polizei gehen, nach Beweisen suchen. Also ich glaube der Kate auf jeden Fall. Also was sie sagt. Aber wenn wir jetzt zur Polizei gehen, denn nach Beweisen suchen. Zur Polizei. Wenn ich jetzt mit ihr zur Polizei gehe, die sagen, suchen sie erstmal nach Beweisen. Oder wie wollen sie das beweisen? Oder was weiß ich, wenn sie an sich nichts mehr erinnern kann. Aber wir würden zur Polizei gehen. Oder? Ich sag, wir gehen zur Polizei. Yes, you should definitely go to the police, Kate. I totally believe every word you say. Nathan Prescott is truly dangerous. Bless you, Max. I will go to the police, and also Principal Wells. With you as my backup witness, they'll have to take us seriously now. Backup witness? Well, I mean, I believe you in everything, but we're still just spoiled punk students to the cops and faculty. I just think we need to be very careful here. Why? Careful of what? Nothing. Except the Prescotts are a powerful family. I hope this won't backfire on us, that's all. Even though that rich bastard has earned some serious bad karma. He'll get it. Time out, Max. You actually told Kate to go to the police and the principal, after getting a scary text threat. Now the police will definitely drag you into this shit. Das ist mir egal. Ich habe ihr gesagt, ich glaube ihr, ich helfe ihr, aber wir müssen das vorsichtig angehen. Ja, ich bleib dabei. Tschüss, Kate. Wir kriegen das schon hin.